Sunlight Camper Van Cliff 601. Schauen wir uns das auch mal von außen an. Der hat eine Besonderheit, und zwar Stockbetten, so Etagenbetten hat er drin. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Die Tür ist schon offen. So, einmal das untere Bett. Ja, einmal das obere Bett. Das heißt, vier Personen können da drin schlafen. Und dann haben wir hier unten noch für Stauraum und ein paar Klappen. Und jetzt schauen wir in das Fahrzeug mal rein. Da können Sie fit reisen, ne? Das sind die Gurte. Ja, genau. Es sind auch Anschnallgurte. Das heißt, man kann hier wirklich auch mit vier Personen reisen. Also schönes Design. Schön hell. Schönes Design, ja. Gefällt mir. Hell gehalten, schlicht, aber auch das Bad ist schön. Ja. Schaut richtig gut aus. Und man kann das zumachen mit einer Schiebetür. Dann sieht man nichts, riecht man nichts und hört man nichts. Kühlschrank. Boah, ist jetzt nicht der größte, aber zweckmäßig. Eisfach hat er auch. Dann haben wir hier einmal die Spüle. Das ist halt üblich. Und ein zwei Flammengasherd. Schön, ne? Oh. So, hier haben wir oben wieder eine Ablage. Und jetzt machen wir noch einen Blick ins Cockpit rein. Oh, ist halt typisch Fiat. Alles ganz normal.